Hallo, 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 meine Freunde. Es wird wieder Zeit für ein neues Unboxing. Heute ist was ganz Besonderes angekommen. Als Fan der Filme musste ich ihn einfach haben. Der Preis war angemessen. Und ja, ihr seid sicherlich gespannt, was in diesem Karton ist. Also packen wir das gute Stück einmal aus. Lass mal gucken, wo man hier anfängt. Ja, hier oben. Ist ja nicht allzu schwer. Ja, scheinbar ist er doch ein bisschen schwieriger. Ach so. Aha. So. So. Und dann müsste man es schon rausschieben können. Zeitung. Und was haben wir da? Den Corgi Aston Martin DB5 aus Goldfinger. Der Zustand ist ein bisschen ja, restaurierungsbedürftig, aber das dürfte für mich kein Problem sein. Ich werde ihn komplett zerlegen. Die Reifen ein bisschen neu machen, Stoßstange erstmal gründlich reinigen und ja, dieser Corgi Aston Martin DB5 ist aus dem, wie gesagt, Goldfinger-Film. Er hat eine Schleudersitzfunktion, leider fehlt die Figur dort drinne. Aber ja, ist trotzdem noch im relativ guten Zustand. Die Scheiben sind nur etwas dreckig. Die werde ich ein bisschen ja, polieren. Sieht nur zumindest so aus, als wenn es nur dreckig wäre. Und ja. Vielleicht ist der Lack sogar noch so gut, dass ich gar nichts groß dran machen muss. Aber das Chrom natürlich ist vorne ja, schon ziemlich in die Jahre gekommen. Dort werden wir sehen. Auf jeden Fall hat er hier zwei Knöpfe. Und wenn wir diesen Knopf hier unten betätigen, schießen vorne die Rammbügel halt raus. Können wir nochmal zeigen. Oh. Ach ja, das ist der Schleudersitz. Haha. Ja, der Verkäufer hat gesagt, dass es ab und zu ein bisschen hakt. Also hier unten haben wir den Knopf. Und da schießt der Schleudersitz raus. Hier ist noch eine Figur drin. Sean Connery. Und wie gesagt, der Gangster fehlt auf der Beifahrerseite, aber das ist nicht weiter tragisch. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ist er ein bisschen restaurierungsbedürftig, aber das ist nicht weiter schlimm. Hier vorne haben wir seine Maschinengewehre drin. Ich liebe diesen Aston Martin DB5. Und wie gesagt, ja, werde ein bisschen Hand anlegen, aber ansonsten sehr, sehr gutes, gute Basis. Wie gesagt, das Corgi, dieses Corgi-Modell ist aus dem Ende der 70er Jahre und ja, wird seine 50 Euro mittlerweile schon kosten. In diesem Zustand habe ich ihn wesentlich günstiger bekommen, aber ja, wenn er im guten Zustand ist, sieht er sicherlich wieder ziemlich schick aus. Immerhin ist der ja, Aston Martin, dieses Auto hier, schon weit über 30 Jahre alt und ja, bin mal gespannt, was sich daraus alles machen lässt. Also, wie gesagt, das war mein kleines Unboxing zum Corgi Aston Martin DB5. Ein sehr, sehr schönes Auto, sehr schwer, ja, gute Qualität. Also Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal.